Anfang August war ich bei Freunden zur Gänsejagd an der dänischen Grenze eingeladen. Es war meine erste Gänsejagd, dementsprechend hoch waren Vorfreude, aber auch Erwartungen. Am Vortag vor der Jagd konnten wir jedoch nur einen kleinen Trupp Gänse ausmachen und auch das Wetter sollte nicht optimal werden. Es ging trotzdem in aller Frühe raus aufs Feld und wir fingen an, das Lockbild und die Gänseliegen aufzubauen, bevor es hell wurde. Dann hieß es auch schon jeder in seine Liege und es ging los. Gleich zu Anfang kam eine Krähe vorbei. Und auch die ersten Gänse ließen nicht lange auf sich warten. Vorbereiten, wo wir das unterbringen können. Nach jedem Flug wurde eingesammelt und die ersten Gänse unter Stroh verblendet. Elfi, guck mal. Hier, hopp. Hey, hier, hopp. Platt. Dank der guten Tarnung und des großen Lockbildes kamen die Gänse sehr nah heran. Zwei Stück Rehwild flüchteten am anderen Ende des Feldes.
Bei solchen Bildern wird einem mal wieder klar, wie wichtig gut ausgebildete Hunde sind und wie viel Spaß es macht, mit ihnen zu jagen. Manchmal hatten wir den richtigen Zeitpunkt verpasst oder auf eine bessere Situation gewartet, und so kamen auch ein paar Flüge unbeschossen davon.
jetzt bin ich mir sicher, dass ich auch eine getroffen habe. Hey! Die ist runtergegangen. Hier! Yeah. Immer nicht mehr schweben, ne? Ja. Amy! Aus der Luft sieht man deutlich, wie wichtig eine gute Tarnung gerade auf dem flachen Acker ist. Hier haben sich die niedrigen Gänseliegen sehr bewährt. Trotz der schlechten Bedingungen konnten wir insgesamt 20 Kreaturen erlegen. Ich hatte ihm vorher 10er zugeschickt. Der Griff noch? Ich kann jedem Jäger die Lockjagd auf Gänse nur empfehlen. Sie ist wirklich spannend und das Fleisch schmeckt sehr lecker.